Berufsarbeit soll Sinn und Freude machen und fair entlohnt werden. Um das geht es am Tag der Arbeit, am 1. Mai seit über 100 Jahren. Normalerweise wären wir jetzt auf der Straße, an Kundgebungen und an Veranstaltungen unterwegs. Normalerweise würden wir uns heute treffen zu einem gemeinsamen Fest von der Solidarität. Doch heute ist es nicht normal. Solidarität in der Zeit der Corona-Krise heisst, Menschen helfen, aber gleichzeitig in Distanz bleiben. Solidarität heisst, dass man sich einsetzt für gemeinsame Ziele, aber daheim bleibt, auch am 1. Mai. Der 1. Mai ist der Tag der Arbeitnehmenden. Und sie haben in den letzten Wochen und Monaten Unglaubliches geleistet und leisten es noch nicht. Ich möchte mich bei all denen bedanken, die die Grundversorgung sichergestellt in diesen schwierigen Zeiten unter belastenden Umständen. Ganz besonders natürlich dem Gesundheitspersonal, aber auch den Leuten im Detailhandel, in der öffentlichen Verwaltung, im öffentlichen Verkehr, im Bildungsbereich, in der Forschung, in der Abfallentsorgung, in der Logistik, aber auch in den Medien. Sie sind sehr wichtig für die demokratiepolitische Unabhängigkeit und Information, damit wir wissen, wie wir weiterfahren können. Ich möchte mich auch ganz besonders bedanken bei allen Eltern und Betreuungspersonen, und die Kinder durch die schwierigen Zeiten begleiten, eingeklemmt zwischen Homeoffice und Homeschooling. Und natürlich möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Freiwilligen, die dazu beitragen, dass die Gesellschaft weiter funktionieren kann und dass wir gut wieder aus dieser Krise rauskommen. Sie sind mit uns allen zusammen die Heldinnen und Helden vom Tag der Arbeit. Vielen Dank. Allerdings, Merci sagen, alleine nicht. Wir kämpfen zusammen. Für faire und gerechte Löhne, gerade auch für die Frauen. Wir kämpfen zusammen dafür, dass Care-Arbeit endlich die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Wir kämpfen auch für faire Renten, für gerechte Steuern, für einen Green Deal, also eine Wirtschaft, die nachhaltig, kooperativ und sozial ist und auch den jungen Menschen eine Perspektive gibt. Heute, am 1. Mai, sind wir nicht draußen, zusammen an der Kundgebung, aber unser Engagement geht. Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass Arbeit in Würde möglich ist und dass wir alle eine lebenswerte Zukunft haben. Dazu gehört auch der Blick über die Grenzen von unserem Land. Es gibt viele Menschen, die heute enorm schwierige Situationen leben, zum Beispiel die Menschen, die heute auf griechischen Inseln gestrandet sind, auf der Flucht von Krieg und Gewalt. Ein Wasserhahn für über 1000 Leute, viele Kinder, die im Dreck leben, überhaupt keinen Lebensmut mehr haben, da müssen wir helfen. Ich erwarte, dass der Bundesrat endlich mithilft, dass junge Leute, dass Familien, die gefährdet sind, so schnell wie möglich in die Schweiz hineinkommen, dass wir hier dafür sorgen, dass Solidarität auch ein internationales Wort bleibt. Wir müssen auch mithelfen, den Ländern, die von der Corona-Krise jetzt gepackt werden, die keinen starken Sozialstaat haben wie wir und keine Milliarden auf den Konten der Nationalbank. Das ist an dem 1. Mai 2020 auch ganz besonders wichtig. Und ich hoffe, dass die auch dort mitzieht und mithelfen, dass wir auf der ganzen Welt Solidarität verstärken und gute Lebensperspektiven schaffen. Wir setzen uns dafür ein, was recht und gerecht ist, am 1. Mai und darüber hinaus. Merci.